Wir leben in einer desaströsen Zeit. In einer Zeit, in der unser Leben von quantitativer Masseneinwanderung und stetig wachsenden Parallelgesellschaften geprägt wird. Deutschland ist unglücklich und mit Deutschland wir alle. Denn Deutschland verkommt zu dem sozialen Brennpunkt Europas, zum Asylheim der Welt, zum Mülleimer der Galaxie. Das können wir nicht akzeptieren. Deshalb zeigen wir Ihnen, wie man die abendländischen Werte rettet und wie sie sich in einer Gesellschaft zurechtfinden, in der die Illusion des guten Ausländers immer mehr Überhand gewinnt. Wir wollen Ihnen die Alternativen zeigen, die Deutschland in eine gesicherte Zukunft führen können. Erste Stufe, warum nicht Sie, sondern die anderen Schuld tragen. Deutschland befindet sich in einem Umbruch, denn das Deutschland, was wir so gut kannten, gibt es nicht mehr. Wir alle können sehen, dass seit 1945 alles nur noch den Bach runtergeht. Die gute deutsche Sprache wird durch Anglizismen ersetzt. Doch wer hat Schuld an dem ganzen Desaster? Nun, es waren die Ausländer, die Deutschland daran hinderten, Weltmacht zu werden, die in unser schönes Land kamen und es besetzten, die wieder gingen und die Grenzen öffneten für eine Invasion von Migranten. Und Sie, als guter deutscher Bürger, Sie sind das Opfer. Denn nicht Ihre bescheidenen Qualifikationen, sondern Ihre überqualifizierten migrantischen Mitbürger aus fremden Kulturkreisen sind Schuld an Ihrer miserablen Lebenslage. Seien Sie also stolz auf Ihren arischen Stammbaum und Ihren Erfolg, der bestimmt noch kommen wird. Zweite Stufe, warum Sie der Lügenpresse nicht glauben sollten. Lügenpresse wurde zum Unwort des Jahres gewählt und wieder einmal ist es nur die Lügenpresse, die das veröffentlicht. Ob Sie es glauben oder nicht, über 1000 verschiedene etablierte Lügenquellen und keiner einzigen kann man trauen. Dritte Stufe, Hilfe, ein Migrant, was soll ich tun? So machen Sie sich und Ihre Familie Bomben und Migranten sicher. Schmieren Sie sich und Ihre Kinder mit Schweineschmalz ein. Hängen Sie sich Wurstketten um und ziehen Sie sich kugelsichere Westen an. Man weiß ja nie. Wann immer ein Migrant in Ihre Nähe kommt, rennen Sie weg. Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein. Dasselbe gilt auch für die Leute von der Lügenpresse. Vierte Stufe. Löschen Sie alle zweifelhaften Fotos in den sozialen Netzwerken, besonders die mit den besonders kleinen Schnurrbärten. Gerade in letzter Zeit machten wir die Erfahrung, dass die besonders kleinen Schnurrbärte in der Lügenpresse und bei den Konsumenten dieser nicht gut ankamen. Sollten Sie also solche Bilder besitzen, vernichten Sie diese endgültig. Nur so wird man Sie ernst nehmen. Am besten, Sie löschen Ihre Identität aus zweifelhaften fremdländischen Netzwerken. Greifen Sie stattdessen alternativ auf das Gesichtsbuch zu, was um einiges arischer und abendländischer ist. Fünfte Stufe. Schließen Sie sich mit Gleichgesinnten zusammen und wählen Sie die richtige Partei. Nur so kann Ihnen die Endlösung als solche garantiert werden. Nun, wozu führt das, wenn Sie all dies befolgen? Wir möchten es Ihnen zeigen. Stellen Sie sich ein Land vor, nennen wir es Pegidia, in dem nur deutsche Bürger wohnen, in ihren kleinen, hübschen Reihenhäusern. Die Schulen sind frei von Ausländern. Die Gartenzwerge ziehen wieder in unsere Gärten ein. Das Gras wird grüner, die Autos sauberer. Die Polizei, neuerdings in brauner Uniform, wird für Sicherheit und Ordnung sorgen. Und keiner wird wegen seiner Meinung als Rassist abgestempelt werden, denn Integration ist ein Teil des Grundgesetzes. Möchten Sie das erreichen? Wir raten Ihnen, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, um jeden Montag völlig ideologiefrei für eine bessere Zukunft, eben dieser Zukunft, auf die Straßen zu gehen. Ach Deutschland, wie schön, dass wir dich wieder haben, ganz so, wie Adolf es damals wollte. Wie konnten wir bloß nicht früher erkennen, wie ruhmreich wir sein könnten? Ohne Lügenpresse, die unser Vaterland beschmutzt, ohne Verstand, der uns denken lässt. Ach Deutschland, wie schön, dass es dich gibt, dich mit deinen abendländischen Werten, deinem Führer und deiner Ideologie. Ach Deutschland, wie schade, dass du nicht siehst, dass du dich erst so, ideologisch und intolerant wie du bist, zum Mülleimer des Universums entwickelst.